Meine lieben Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Aufnahme Run Escape. Bitte lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, Leute, Playback wieder. Ja, ne, wisst ihr Bescheid? Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Quest. Und zwar, was war denn das? Ah ja, das Hotel der Majats. Und das könnt ihr anfangen, indem ihr mit Tiffy Kaschchen hier im Park von Fallotto spricht. Voraussetzungen natürlich brauchen wir auch noch, ne? Uno Momento. Ja. Voraussetzungen sind ganz schön viele. Fängt an mit der Sentissen-Tempel, Doc Gütig schläft, der Kult von Hazel. Was? Enkrat Wegklagen. Enakras Wegklagen, ja genau. Schneckenbedrohung, ein Feenmärchen 3, Flucht von der Felsinsel, zwei Katzen, ein Ausgang, die Kampfarena. Dazu kommen noch die Skills Handwerk und Bergbau 76, Gewandtheit 77. Es sind ganz schön viele Anforderungen. Es sind sehr schwierige Anforderungen, zum Beispiel die ganze Feenmärchenreihe. Doc Gütig schläft, da könnt ihr euch auch mal gleich angucken, was ihr für Doc Gütig schläft braucht. Braucht ihr auch? Nein, steht nicht mehr, okay. Gut, wissen wir Bescheid. Also Liste auf Liste halt, ne, genau so wie für die Sentissen-Tempel. Benötigte Gegenstände habe ich schon an. Rinder Sichtbarkeit. Dann brauchen wir noch ein Seil, ein Spaten. Das ist ein Werkzeuggürtel bei mir. Amulett der Katzensprache. Empfohlen wird VZ. VZ, also verzaubern könnt ihr es, wenn ihr 5 jenseits so nach Götter bringt, zu Hildrun. Am besten, das ist wie bei Jad. Mehrere Kampfwellen, also auch genau wie die Urkammer und das haben wir letztes Mal jetzt gemacht, am Rand des Abgrunds. Mehrere Kampfwellen bewältigen unterschiedlicher Gegner mit bis zu einer Kampfstufe von 177 Belohnung. Sind 3 AP, 110.000 Gewandheits-EP, je 40.000 in Handwerk Bergbau, 3 Erfahrungslampen mit über je 80.000. Die Möglichkeit, zu den Rotz zu gehen, Rise of the Six, das heißt die stärkeren Grabhügelbrüder. Das heißt, dann bekommt ihr auch, Rüstzeug sind glaube ich 80er Gear. Nee, die bekommt ihr. Oder doch. Könnte sogar sein, dass ihr Tor war. Ist das nicht von Nex? Doch, klar, ist von Nex, glaube ich. Todeslotus, glaube ich, und Seesänger, sowas bekommt ihr, glaube ich, von denen. Aber halt die zerfallen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es gar nicht. Was gibt es noch zu sagen? Dann gibt es noch zu sagen, genau, Zutritt zu Flucherzmine, das habt ihr schon vorher, aber ich weiß nicht mehr, wie die Quest hieß. Einen Moment, die Quest hieß. Ach so, ja, wo Lucia den Stein des Jahres berührt hat, bei Doc Gütig schläft, genau, da findet ihr die Flucherzmine. Da könnt ihr euch dann Pfeile und Bolzen herstellen, Kampfbahn in bestimmten Gebieten, Zugang zu einem neuen Kampfgebiet gegen Glasion, die Troppen, die Einzelteile für Sturm der Festigkeit und sowas.
Stiefel der Sturmfestigkeit und sowas, sorry. Die sind ja zurzeit zwischen 10 und 15 bzw. 20 Millionen wert. Fertigkeiten, Armadyl Runen herzustellen und vom Armadyl Kampfstab für den Sturm des Armadyls. Warte mal, das da ist eigentlich recht nice. Ah, Feuerbogen ist stärker. Dann noch 3K EP Gebet und 2 Schatzjäger Keys. Das Abenteuer befindet sich im 5. Zeitalter. Wir befinden uns zurzeit im 6. RuneScape Zeitalter. Genau, es wäre mal Zeit, dass wir ins 7. Zeitalter kommen mit den ganzen neuen Beastgeburten da. Ja, dann fangen wir mal an. Ah, falsch. Genau, wir fangen das jetzt hier an. So. Ja. So, ihr redet mit denen, dann seid ihr nach, werdet ihr nach Fastamos gebracht. Ah, sorry. So, da müssen wir in den beiden Bars etwas durchsuchen. Also mal, wo ist denn der? Wo ist denn der? Da, Sir Tendet, mit dem müssen wir reden. Alter, das Dubstep passt gerade perfekt dazu. Ist schon ein bisschen traurig. Einen Moment kurz, Leute. Meine Stimme versagt. Ah. So. Okay, jetzt kommen die Ahndrachen, alles klar. So. Bevor ihr soweit seid, braucht ihr erstmal so. Braucht ihr ein Drachenfeuerschild, Antifeuertrank und rein theoretisch könnt ihr einfach durchrennen, aber wenn ihr sicher sein wollt, dann versteckt euch hinter den Bäumen immer. Oder ihr bleibt immer schön in Bewegung. Oh, okay, man wird sogar ohnmächtig. Wow, wusste ich gar nicht. Okay, dann geht das halt nur so. Schon überlegen, wie ich am besten hier klarkomme. Ah, fuck, das ist zu weit weg. Ah, fuck, ey.
Okay, dann ist das der Baum. What? Also man muss direkt hinter dem Ball hin. Schon mal den Baum. Oh, das ist ein bisschen weiter weg. Dann nehme ich mal den Baum. Da nehme ich mal den Baum. Jo. Da. Hilft ja nichts, ich muss zurück. Lauf, Motherfucker, lauf! Okay, ich komme immer näher. Lauf! Lauf! What the fuck? Alter, ey. Ja. Diese Affen nerven, Alter, ohne Spaß jetzt. Kann so nervig sein. Nee, oder? Da! Was zum Fick? Okay, das heißt, ich muss... Wartet mal, Leute, das heißt, ich brauche akustische Countdown. Okay, fangen wir nochmal an. Das war da was.
Okay, man muss sich echt konzentrieren, dass man nicht in dieses komische Ding reinläuft. Also erst wenn dieser Countdown aufhört, dieses Dim, 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 dann kann man loslaufen. Und wenn es währenddessen kommt, während des Laufens, ist anscheinend nicht so schlimm. Wow, geschafft. Diese verfickten Ahndrachen, ey. Ich würde ja am besten sowas von zerschnitzeln. Mich am Arsch. So, kann ich jetzt hier rumlaufen oder was? So, Dankeschön. Ja, die habt es gerade gelesen. Ab nach Falador. Und ich mach die Mucke wieder an. So. Auf geht's, Baby! Achie. Irgendwie jetzt, wo wir die Großmeister-Quests machen, interessiert mich schon die Geschichte ein bisschen. Deswegen bin ich auch so schweigsam und lese mit. Ich könnte sie auch euch vorlesen, aber keine Ahnung. Okay, ich kann mich nicht bewegen, also müssen wir warten.